Wenn ganze Völker jahrzehntelang über ihre Verhältnisse gelebt haben, dann kommt einfach der Tag der Abrechnung. Entscheidend ist, das, was man besitzt, sei es wenig oder sei es viel, irgendwie zu erhalten. Seit Jahrtausenden gab es nur eins, es waren Edelmetalle. Und an dieser Grundregel wird sich auch nichts ändern. Erstens, als Wirtschaftsmacht. Sie haben die Amerikaner in vielen Bereichen überholt, sind jetzt Nummer eins. Zum Beispiel in der Autoproduktion, in der Goldproduktion, im Goldverbrauch, in Goldinvestition. Zweitens, im Devisen- oder Finanzbereich. China hat ungefähr, Größenordnung, 3,5 Billionen, also 3.500 Milliarden Dollar und Euros zum Beispiel als Reserven, die dort einfach rumliegen. Die werden natürlich sehr sinnvoll angewandt. Sie kaufen Afrika auf, Stück für Stück. Sie kaufen Amerika heimlich auf, Stück für Stück. Sie kaufen Europa auf und andere Teile der Welt. Der dritte Aspekt ist, sie haben eine Reihe von Möglichkeiten, einen Würgegriff auf die westlichen Wirtschaften, insbesondere Amerika, auszuüben. Dazu gehören erstens ihre Devisenreserven. Wenn sie davon auch nur einen Bruchteil auf den Markt würfen, ginge der Dollar innerhalb von 24 Stunden auf Null oder nahezu Null. Denn alle, die noch Dollars haben, würden dann in Verzweiflung rennen, um diesen dann Dreck noch loszuwerden. Also China könnte das morgen theoretisch auslösen, natürlich auch zum eigenen Schaden, weil dann ihre Devisenreserven ebenfalls auf Null gingen. Aber im Falle einer kriegerischen Auseinandersetzung würde solche Überlegungen keine Rolle mehr spielen. Also China könnte, wenn sie wollten, den Dollar und damit Amerika zu Fall bringen oder gewaltigen Schaden zufügen. Nächster Punkt wären die seltenen Erden. China hält das Weltmonopol dort im Augenblick. Es gibt 17 seltene Erdenmetalle, die kann ich jetzt nicht aufzählen. Schwere seltene Erden und leichte seltene Erden, zwei Gruppen. Insgesamt liefert China im Augenblick etwa 97%. Und bei den schweren seltenen Erden sind es über 99%. Wenn sie aus irgendeinem Grund die Lieferungen abschneiden würden, bleibt die gesamte westliche Industrie innerhalb von spätestens 6 Wochen stehen. Auch sogar die Schweiz, ganz abgesehen von Amerika. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der bei einer kommenden Auseinandersetzung mit China noch eine große Rolle spielen würde. China ist rüstungstechnisch gewaltig am Aufholen. Sie haben also jetzt alle möglichen Waffen in ungeheuren Mengen, finanzieren sie. Sie bauen ihre Verteidigungskräfte über jede Gebühr auf. Auch das ist ein sehr ernstzunehmender Faktor, abgesehen von ihren Interkontinentalraketen, die jeden Punkt der Erde erreichen können. Also die kleinen gelben Männchen, die einstmals irgendwo gedienert haben und irgendwie mit Stäbchen irgendwelche toten Hühner verzehrt haben und mit einigen Nudeln, die dann raushingen, die Zeiten sind vorbei. Und auch Mao, der dann befohlen hat, dass jedes chinesische Dorf Stahl produzieren muss, mit dem Erfolg, dass 25 Millionen verhungert sind, weil sie nicht mehr um die Landwirtschaft kümmern konnten und außerdem der produzierte Stahl war von solcher erbärmlicher Qualität, dass er praktisch nicht brauchbar war, als er höchstens als Beschwerer für Grundfischer, wenn man irgendeinen Haken beschwert, der da auf den Grund sinkt. Und die zweite Sache war, jeder Chinese war verpflichtet, pro Tag 10 Fliegen zu erschlagen, was dann bei 1 Milliarde Chinesen 10 Milliarden tote Fliegen pro Tag erzeugt. Damit wollte er die Fliegenbevölkerung eindämmen. Erfolg war, die Anzahl der Fliegen in China hat sich verdreifacht, aus irgendeinem rätselhaften Grund. Diese Zeiten, wo solche wirren Sachen gemacht worden sind, sind wirklich vorbei. Die Chinesen haben begriffen, wie es so schön heißt, ob die Katze schwarz oder weiß ist, Hauptsache sie fängt Mäuse. Sie haben also mit anderen Worten innerhalb eines kommunistischen Systems es geschafft, kapitalistische Grundzüge einzuführen. China wird immer kapitalistischer und der Westen, der kapitalistische Westen, wird immer sozialistischer. Das sind also zwei vollkommen entgegengesetzte Trends. Wer von den beiden am Ende gewinnen wird, das werden wir ja sehen.